Hallo zusammen, heute geht es um Lithium-Batterien. Ich habe 2019 angefangen mit Lithium-Batterien und mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Ich habe praktisch alle Batterien, die wir im Sortiment haben, mal aufgeschraubt, geschaut, wie die innen drin aussehen. Und wir haben jetzt eigentlich die drei Batterien. Also ich habe hier eine 100 Ampere Batterie, die hat Bluetooth, die kosten 800 Franken. Ohne Bluetooth kostet sie 600, weil wir haben ein Problem, dass eine Serie Batterien kam und diese Batterieserie hat ein Bluetooth, was sich nicht verträgt mit Victron Solarregler. Habe ich sicher ein Video gemacht drüber. Und diese kaufen wir jetzt ohne Bluetooth. Für 600 Franken. Das Bluetooth ist zwar da, wir können zugreifen auf die Batterie mit dem Handy, Datenverbindung herstellen, schauen, wie viel da drin ist und so weiter und so fort, aber teilweise sind diese Angaben nicht richtig. Man merkt es, wenn dann da die Batterie voll ist und das zeigt immer noch 0 an, dann ist halt 0 drin. Nee, nicht. Die Batterie selber funktioniert, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben drei Sorten Batterien, aber hier eine 100 Ampere, 600 Schweizer Franken, das ist der Preis, wo wir jetzt liegen. Neu im Sortiment haben wir die Saftkiste. Die Saftkiste ist eine deutsche Batterie, die Zellen kommen auch aus China, aber die Hardware, mittlerweile ist ja da, die ganzes Batteriemanagementsystem ist in der Batterie mehr als die Batterie. Früher hatten wir einen Bleiklotz, da war nichts, da war nur reine Chemie, aber heute haben wir hier mehr Elektronik drin als sonst irgendwas. Wir haben, wenn ich jetzt die zwei nebeneinander stelle, hier haben wir 130 Amperestunden Batterie und hier vielleicht ist sie fast doppelt so groß wie die hier und die hat Bluetooth-Verbindung, die hat GSM-Verbindung, die hat Ortung drin, also ein GPS-Modul, wo ich die globale Positionierungssystem, ich kann die Batterie orten, also wenn ich zum Beispiel meiner Frau die Batterie in den Kofferraum stelle, kann ich orten, wo sie ist. Mit dem Auto. Oder wenigstens, wo das Auto ist. Oder ich habe einen Handwerksbetrieb, da kaufe ich mir so eine Batterie, stelle die irgendwo rein. Ihr könnt auch eine Batteriekiste nehmen von uns, dann seht ihr, wo die Batterie rumschwirrt, wenn ihr statt dieser Batterie diese Batterie einbaut in die Batteriebox. Das wäre die Batteriebox. Die kostet etwa 400 Franken leer. Mit dieser Batterie rein, dann könnt ihr orten, wo es ist. Da könnt ihr rumkontrollieren, wo eure Handwerker rumstehen. Das kommt. Ab Mitte Jahr soll es soweit sein, dass ich hier eine Ordnung habe. Mit dem Kaufpreis ist das GMS, also das Handy, die SIM-Karte hier drin schon bezahlt für die nächsten 10 Jahre und dann kostet es noch ein paar Euro, wenn man es nochmals 10 Jahre verlängern will. Das heißt, Ortung über die Batteriebox, die ich hier drin habe. Ich will ja da nichts jemandem was Böses tun. Die stellen wir wieder auf die Seite. Aber die Box hier, die kostet 600 Franken oder 800 mit dem Bluetooth und diese Batterie hier, die ist bei 1850. Ist kleiner, kompakter und so weiter und so fort. Aber deutsche Qualitätsarbeit, deutsche Batterie, wir haben statt Rundzellen, was hier drin verbaut ist, hier Prismazellen, viel hochwertige Zellen, aber der Preis sehen wir, wo der hinkommt. Wir haben immer wieder das Thema, ja, ich habe so einen Camper und früher hatte ich einen anderen Batteriehersteller, der hatte Untersitzbatterien.
Die meisten Camper oder wenigstens die Busse sind auf Fiat oder PSA aufgebaut. Und da hatten wir jetzt bis jetzt keine Untersitzbatterie mehr. Und jetzt haben wir eine. Die Saftkiste 300, das ist eine 300 AH Batterie. Müsst ihr vorstellen, Standardausbau ist eine Bleibatterie drin mit 95 AH. Die Hälfte könnt ihr nützen, also 50 AH. Und hier kriegt ihr unter den Sitz von einem Fiat oder PSA, Citroën und was da noch dazugehört, 300 AH. Da habt ihr Saft ohne Ende. Nicht ohne Ende, aber dreimal, sechsmal mehr, wie jetzt Standard in einem Wohnmobil drin ist. Klar braucht ihr natürlich auch mehr Leistung zum Laden. Nur hier reden wir über 3.700 Schweizer Franken für diese Batterie. Wir haben auch das komplette Logging über die Temperatur, alles was da die Batterie macht, könnt ihr über euer Handy abrufen oder am PC. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Wir haben die Batterien ja da. Jetzt die ersten Muster. Das Ziel ist, dass wir die hier in der Schweiz auch einbauen. Nur jetzt kommt der Sommer und ihr wisst, ich mache Kühlschränke und im Sommer Kühlschränke, im Winter keine Kühlschränke, weil da merkt jetzt jeder, dass seit dem August der Kühlschrank nicht mehr geht. Und jetzt muss man sich ja drum kümmern. Ja, das ist ein anderes Thema. Aus diesem Grund, ich weiß nicht, wenn ihr euch für eine Batterie interessiert und die gewechselt haben wollt, wir machen ab Herbst irgendwie eine Aktion, dass wir die Batterien dann irgendwie für wenig Geld tauschen. Oder was ist noch offen? Bleibt auf dem Kanal, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr mit, was mit der Saftkiste passiert. Jetzt bezogen auf die Schweiz, wir suchen auch Einbaupartner, die diese Saftkiste einbauen hier in der Schweiz. Also wenn jemand Interesse hat, schon im Wohnmobilsektor tätig ist und Batterien einbauen will, kann er sich bei mir oder auch bei der Firma Saftkiste melden. Wir importieren jetzt die direkt in die Schweiz. Innovat-Gebühren, vorgezogene Recyclinggebühren führen wir ab. Aus diesem Grund kommen wir hier mit diesen sehr guten, teuren Batterien. Aber Saftkiste verspricht sich da natürlich schon was, weil das ist 150 AH. Ist leer. Also ich habe hier unten das dreifache Energievolumen oder dreifache Energiemenge wie hier und das zweifache wie hier. Also ich muss zwei solche Batterien hier einbauen, dass ich auf das Ergebnis komme von der. Klar kosten die ohne Bluetooth und ich will das ganze Schnickschnack mit Handy nicht, dann kosten die 1800 und hier sind wir bei 3.700, das ist schon ein kleiner feiner Unterschied. Das müsst ihr wissen, was ihr wollt. Wir haben einfache Batterien, made in China, und hier die richtig gute Saftkiste. Und das hier ist ein 200 AH Block. Ja, wenn ihr den 200 AH Block anschaut mit der 300 Watt, 300 Amperestunden von Saftkiste, seht ihr, hier wird kompakt gebaut und ich habe hier viel Energie auf kleinem Platz. Auch von der Software her mit dem Chinesen. Das Thema, ja, wir bräuchten da irgendwo an der Software noch nirgendwas. Hier habe ich Entwickler an der Hand bei Saftkiste, die erstmal Deutsch sprechen. Die verstehen mich sogar.
Und daher, Thema, ich denke, da lässt sich was machen, weil Saftkiste ist ein relativ junges Unternehmen, auch das ganze Team ist relativ jung und sie haben jetzt einfach nur drei Modelle, die 130 Ampere sehr kompakt, die 200 Ampere, die aber gehäusetechnisch genau gleich groß ist wie die 300 Ampere und eben die 300 Ampere Stunden Batterien. Sie haben nur drei Modelle, wie Wemo auch, 200, 150 und dann die 100 Ampere. Mit den Lieferfristen, da weiß ich nicht genau Bescheid, wie wir schnell, dass wir jetzt Batterien herkriegen von Saftkiste. Wir haben beschlossen, dass wir einfach palettenweise einkaufen. Und hier bei unseren Batterien, da haben wir am Lager, ich denke, das sollte so bis September, August, September, Oktober reichen. Da sind wir lieferfähig. Für den Einbau, wenn ihr so eine Batterie bei euch im Wohnmobil ersetzt haben möchtet, meldet euch bei uns, schreibt uns eine Mail an info@wemo.ch, Termin vereinbaren. Und eben, wenn ihr noch eine Bleibatterie drin habt, ihr wisst aber, die ist langsam zu ersetzen, wartet bis im Herbst, aber nicht bis zum grünen Donnerstag. Sondern im Herbst machen wir eine Aktion, dass wir diese Batterien hier zum vernünftigen Preis einbauen oder ersetzen, das was jetzt drin ist. Wenn ihr Fragen habt zur Saftkiste oder allgemein zu Lithium-Batterien, Lithium-Eisenphosphat, schreibt es mir unten in die Kommentare, kommt vorbei bei uns im Laden, da könnt ihr die Batterien 1:1 anschauen. Unten drin verlinke ich euch logischerweise unsere Homepage bzw. die Homepage von Saftkiste, da findet ihr alle Datenblätter und ich wünsche euch einen schönen Tag.